Leichenschauers, um die Frage zu klären. Offensichtlich hat Peter das getan, was er angekündigt hat. Klarer Fall von Selbsttötung. Es ist vorbei. Es ist endlich vorbei. Ja, Kleines, es ist vorbei. Jetzt kannst du dich entspannen und vergessen. Ja, das werde ich versuchen. Es wird alles wieder gut, Schatz. Mach dir nur keine Sorgen. Was mache ich denn jetzt nur? Du? Ich kann dir genau sagen, was du tun wirst. Du wirst wieder diese starke junge Frau, die du in den letzten 3 Monaten gewesen bist. Du wirst diese schreckliche Geschichte vergessen und ein neues Leben anfangen. Ja, das alte Capwell-Motto. Treff sicher stetig und stark. Ja, es hat mir in schlimmen Zeiten geholfen und ich glaube, es wird auch dir helfen. Das denke ich auch. Aber ich bin eine Perkins. Und wie sind wir, Perkins? Lass mich überlegen. Stark, stetig und wie war das letzte? Treffsicher. Ganz genau. Treffsicher sind wir. Ihr habt Sinn für Humor. Hoffentlich verliert ihr den nie. Ach, das ist unwahrscheinlich, Sir. Schatz, ich habe eine Idee. Wieso wollt ihr nicht hier übernachten? Euer Zimmer steht euch zur Verfügung. Wir essen etwas und feiern euren neuen Lebensabschnitt. Danke, Dad, aber wir sind heute lieber allein. Können Sie das verstehen, Sir? Ich finde es nur nicht schön, dass du mich immer Sir nennst. Sir klingt immer so formell, weißt du? Lieber wäre mir, wenn du mich CC nennen würdest. Gut, CC. Und wenn ihr beide allein sein wollt, habe ich volles Verständnis dafür. Geht und amüsiert euch. Wir essen ein anderes Mal. In Ordnung. Danke, Daddy. Wir holen es nach. In Ordnung. Joe, ich wünsche euch viel Spaß. Ihr habt ihn euch auch wirklich verdient. Er ist wirklich tot. Ganz bestimmt, Baby. Ich werde nicht zulassen, dass dich jemand verletzt. Ich verspreche es. Wieso fragen Sie mich, was mit der Leiche passiert? Das, was in dem Fall üblich ist, denke ich. Er wurde durch die Klippen schwer verletzt. Todesursache? Laut vorläufiger Untersuchung ist er ertrunken. Also, lassen Sie mal sehen. Hey, Moment mal. Ein Versehen, das ist nicht Peter Flint. Was? Das ist nicht Flint. Ich meine, er ist blond und ungefähr gleich alt. Haben Sie denn das Bild nicht gesehen? Es war nur eine Annahme. Dann war die Annahme falsch. Das ist nicht Flint. Das bedeutet, er ist wahrscheinlich noch am Leben. Hören Sie, ich will alle verfügbaren Männer auf der Straße. Und dieses Mal suchen Sie nicht nach einer Leiche, sondern nach einem Killer, verstanden? Verdoppeln Sie die Wachen am Haus meines Vaters. Wir behalten Kelly da, bis wir ihn haben. Worauf warten Sie noch? Ja, Sir. Entschuldigen Sie bitte. Endlich habe ich Sie gefunden. Was ist? Der Sergeant lässt ausrichten, dass in ein Waffengeschäft in der State Street eingebrochen und eine automatische Pistole gestohlen wurde. Das ist Peter. Wo finde ich ein Telefon? Kelly? Kelly! Liebling, warst du das? Ich bin zu Hause. Und ich habe eine kleine Überraschung für dich. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ich kann Ihnen sehr das Mittagsmenü empfehlen. Wir haben heute ausgezeichneten Lachs reinbekommen.
mal. Entschuldigen Sie bitte, hat jemand nach einer Contessa Amonti gefragt? Tja, nicht, dass ich wüsste. Ah, gut, ich danke Ihnen. Ich kann Ihnen garantieren, dass Sie ganz ausgezeichnet frisch ist. Sie machen bestimmt keinen Fehler. Es ist wahr. Sie ist am Leben. Sophia Keppel ist am Leben. Haben Sie was gesagt? Nein, gar nichts. Wenn Lionel es nicht weiß, erfährt er es. Ich werde den richtigen Augenblick abwarten, um ihm zu sagen, dass sie lebt. Oh nein, nein. Er darf es nicht erfahren. Niemals. Mir ging es auch mal wie Ihnen. Ich habe vor mich hingebrabbelt und bin im Rinnstein aufgewacht. Bis mir klar wurde, es war der Schnaps. Der Schnaps hat mich kaputt gemacht. Ich habe aufgehört. Entzug. Bumm, nie wieder. Das war's. Sehen Sie das hier? Mineralwasser. Seit 2 Monaten trinke ich nichts mehr. Die beste Idee, die ich je hatte. Ich meine, damit aufzuhören. Wie auch immer. Ich muss diese Frau aus der Stadt kriegen. Und aus meinem Leben. Ich dachte, wir hätten eine Verabredung. Du wolltest das Hotel nicht verlassen, ohne mir zu sagen, wohin du gehst. Lass mich raten, du hast das Taxi verfolgt, nicht wahr? Und den Portier habe ich bestochen. Sehr clever von dir. Sieh dich nur um hier. Was hast du hier zu suchen? Marcello, ich wurde zu einem Treffen herbestellt. Ich will, dass du dir das ansiehst. Und ich denke, du solltest wieder gehen, weil ich allein kommen sollte. Ich habe gesehen, was am 3. Mai 1969 geschehen ist. Ich sah sie auf dem Boot. Treffen wir uns in der State Street Bar um 12. Kommen Sie allein. Sophia, ich mag keine Nachrichten, die nicht unterschrieben sind. Für gewöhnlich hat es nichts Gutes zu bedeuten. Ich werde dich jetzt besser nach Hause begleiten. Nein, zuerst will ich herausfinden, wer mir das hier geschickt hat. Sophia, das ist ein Trick. Auf diese Art wirst du dich verraten. Sieht ganz so aus, als wäre es eine Intrige von Lionel. Ich habe mit Lionel schon gesprochen. Er ist so verwirrt, wie ich es bin. Sophia, ich muss dir sagen, dass ich der Sache nicht traue. Es sieht verdächtig nach einer Falle aus. Kelly? Kelly! Kelly! Kelly und Joe sind vor 10 Minuten gegangen. Was willst du hier? Warum hast du sie gehen lassen? Das war ein großer Fehler. Was redest du bloß? Du hast doch deinen Killer. Er liegt in der Leichenhalle. Was du nicht sagst. Es war nicht die Leiche von Peter. Sie sahen sich ähnlich, aber es war der falsche Mann. Heißt das, er ist immer noch frei? Brillante Schlussfolgerung, Dad. Haben Joe und Kelly gesagt, wo sie hinwollen? In ihr Apartment. Sie wollten heute Abend alleine sein. Ah, großartig. Ich habe erfahren, dass in ein Waffengeschäft eingebrochen wurde. Ich habe kein gutes Gefühl. Schon möglich, dass es Peter war. Sie waren bei mir. Ich wollte nicht, dass sie gehen. Du hast sie aber gehen lassen. Du hast gesagt, sie hätten Peter. Ja, aber auch, dass du nichts unternehmen sollst, bevor er nicht identifiziert ist. Hallo, hier ist Mason Kapfer. Geben Sie mir Sergeant Wilcox. Wir haben einen Notfall. Wenn Ihnen irgendetwas passiert, verstehst du? Dann mache ich dich dafür verantwortlich. Ich hatte keine Ahnung. Ja? Sergeant, ich will, dass nach Joe und Kelly Perkins gefahndet wird. Versuchen Sie es erstmal in der Wohnung. Ja, genau. Und wenn Sie sie gefunden haben, dann sollen Sie sofort zum Capwell-Haus gebracht werden. Aha. Ja. Ja, gut. Und Sie sagen mir Bescheid, okay? Das war dein Fehler, Dad. Und wenn den beiden irgendwas passiert, dann mache ich dich persönlich dafür verantwortlich. Sind Sie nicht dieses Käpfermädchen, die entführt wurde? Mann, das war wieder eine Geschichte, so wie der Patty Hurst-Fall vor ein paar Jahren. Okay, Freundchen, das reicht. Geht's dir gut? Ich hasse das. Alle starren mich an. Der Kerl redet doch nur Unsinn. Ich meine nicht nur ihn, ich meine alle. Sie tun so, als würde hier eine total Verrückte sitzen. Joe, können wir nicht gleich wieder gehen? Sicher, es war keine gute Idee, hierher zu kommen. Entschuldigen Sie mich, Kelly. Ich bin Contessa Amonti. Wir haben uns vor kurzem getroffen.
Ah ja, wie geht es Ihnen? Viel wichtiger, wie geht es Ihnen? Ich fühle mich gut. Wir wollten gerade gehen. Ich will Sie nicht aufhalten, sondern nur sagen, wie erleichtert ich bin, dass es vorbei ist. Es ist selten, dass solche Geschichten wirklich glücklich enden. Und ich freue mich für Sie. Vielen Dank, das ist sehr nett. Darf ich Sie mit meinem Stiefsohn bekannt machen? Das ist Marcello Armanti. Sehr angenehm. Sehr erfreut. Das ist mein Mann, Joe Perkins. Das ist Contessa Armanti und... Marcello Armanti, guten Tag. Sehr erfreut, Sie beide kennenzulernen, aber wie gesagt, wir wollen gehen. Ich will Sie auch gar nicht aufhalten. Ich wollte nur sagen, dass ich hoffe, dass Sie beide sehr glücklich zusammen werden. Ich danke Ihnen vielmals. Danke. Sophia, geht's dir gut? Ich rufe nochmal in der Wohnung an. Ich weiß nicht, warum ich so leichtsinnig war. Ich hätte es ahnen müssen. Es war zu schön, um wach zu sein. Also, in der Wohnung sind Sie immer noch nicht angekommen. Du sagtest 10 Minuten? Jetzt sind es 20. Es sind nur 5 Minuten Fahrt. Das bedeutet, Sie haben irgendwo angehalten. Hast du irgendeine Idee? Nein, natürlich nicht. Lange wird es nicht mehr dauern. Und diesmal wird uns niemand stören. Nicht Joe oder sonst jemand. Schnell wüsste, wo die beiden bleiben. Hey Leute, wo wart ihr denn? Ich habe schon überall rumtelefoniert. Wir waren in der State Street. Wir haben keine Zeit. Wir wollen nur ein paar Sachen fürs Picknick holen. Hast du die Sonne nicht gesehen? Wie hältst du es hier drin bedient nur aus? Euch. Der Kühlschrank ist voll mit Resten von gestern. Gleich hinter der Tür. Vielen Dank. Wir werden es dir auch bezahlen. Nein, ich doch, Freunde. Wartet. Ihr habt ja noch gar nichts von der Party gehört. Was für eine Party? Ich habe für euch eine Party organisiert. Ist 2 Stunden her. Fragt mich nicht, wieso. Ich bin eine völlig verrückte Person. Ich dachte, so ein kleiner Umtrunk, wisst ihr? Ein kleines Essen zu Ehren meiner Schwägerin und, ihres tollen Mannes. Ich glaube, sie meint mich. Amy, das war doch nicht nötig. Weißt du, wir wollten den Abend zu Hause verbringen. Keine Entschuldigung. Ihr müsst einfach kommen. Diese Party ist nur Amy, für euch. Amy, komm schon. Hör Was mir denn? Mal zu. Kelly hat, sie hat viel durchgemacht. Ich glaube nicht, dass sie scharf auf eine Party ist. Das verstehst du doch. Hab ich gesagt, dass da viele Leute sind? Nein, nur die Familie und ein paar wirklich ganz enge Freunde. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, wie viele kommen können. Das ist wirklich nett von dir, Amy, aber... Amy, dürfen wir es überdenken? Sicher. Aber kommt nicht zu spät, okay? Wisst ihr, ich kauf erst mal ein. Und das Essen ist so gegen 6, Aperitif gegen 5. Und wehe, ihr kommt zu spät. Das wird euch gefallen. Wir amüsieren uns, das verspreche ich. Dann bis später. Du willst hingehen? Hört sich doch gar nicht so übel an. All diese Menschen, Joe. Ich weiß nicht. Ich glaube zwar nicht, dass dich meine Meinung interessiert, aber ich denke, dass es dir gut tun würde. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ich wünschte, das ginge. Ich würde gerne irgendein Loch finden, um mich dort zu verkriechen. Ich kenne ein perfektes Versteck. Wo denn? Genau hier. In meinen Armen. Da ist viel Platz. Du musst es nur wollen. Ja, das will ich. Das will ich wirklich. Ich möchte nicht, dass du denkst, ich wäre nicht gerne bei dir. Es ist nur schwierig, weißt du. Hey, wir lassen uns so viel Zeit, wie du willst. Wir haben das ganze Leben dafür. Es ist nur, ich habe vor unserer Zukunft Angst. Ich weiß. Das verstehe ich. Hilft es dir denn, dass ich dich liebe? Ja, sehr. Das tue ich. Ich liebe dich unendlich.
Halt mich bitte fest. Ich will nur, dass du mich festhältst. Was soll denn das für eine Party sein? Amy hat mir versichert, dass sie nur ein kleines Treffen arrangiert. Ich schicke zur Sicherheit einen Wagen rüber. Es sei denn, dass wir Flint zuerst finden. Wie stehen denn unsere Chancen? Ebenso, als würdest du mir die Dinge vergeben, die ich dir angeblich angetan habe. Davon will ich nichts hören. Aha, du sparst deine Energie für die Geliebte. Eine Frage, Dad. Weiß Gina eigentlich, dass du sie nur heiratest, damit du deinen Enkel kontrollieren kannst? Bravo, Mason. Du hast tiefstes Niveau erreicht. Das ist doch die Wahrheit, oder nicht? Ich werde heiraten, weil ich sie liebe. Ein guter Witz, Dad. Du liebst sie, aber du willst ihr nicht sagen, dass du der Großvater ihres Adoptivkindes bist. Für eine Ehe ein guter Anfang. Eine gesunde Dosis Hinterhältigkeit. Verlass sofort mein Haus, Miss. Weißt du, mir fällt auf... Verschwinde! Mir fällt auf, dass du noch nicht von Enterbung gesprochen hast. Das hättest du tun sollen. Vielleicht hättest du sie dann schneller überzeugt. Oh ja, nur los, schlag zu. Wir wissen alle, dass du eine gute Prügelei liebst. Der alte Krieger ohne Schlachtfeld. Aber zum Kämpfen können ja auch die eigenen Kinder herhalten. Gina ist eine wundervolle Frau. Ich dulde nicht, dass jemand ihren Namen beschmutzt. Ja, DeMott ist ein guter Name. Die Arme, tauscht ihn gegen Capwell. Habe ich dir schon gesagt, ich ändere vielleicht auch meinen Namen? Gut, tu das. Du hast meinen Segen. Wie schnell machst du aus Brandon ein Capwell, Dad? So schnell, wie ich nur kann. Dachte ich mir. Das ist es. Das ist, was dich verletzt, oder nicht? Die Enterbung. Im Grunde gehört das Geld mir. Es hat dir gehört, Mason. Jetzt gehört es einem 6-jährigen Jungen namens Brandon. Und ich denke, wahrscheinlich wird er die Hoffnung und Zukunft der Capwells. Ein Bastard also. Zufälligerweise ist er, wie du richtig bemerkt hast, auch mein Enkel. Ich frage mich, wie es möglich ist, jemanden so zu hassen, wie ich dich hasse. Ich weiß es nicht. Ach, wirklich nicht? Ich hätte gedacht, du fühlst dasselbe. Ich sag's nochmal. Verschwinde aus diesem Haus und komm nie wieder. Sieh dich vor, Dad. Deine Falten sind zu sehen. Ein sicheres Zeichen, dass du alterst. Wir wollen doch nicht, dass Gina es sieht. Marcello, ich habe sie noch nie so erlebt. Sie war so traurig und deprimiert. Ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Was sagst du? Kann man am Aussehen erkennen, ob sie wieder gesund wird? Schwer zu sagen, es war nur ein kurzes Treffen. In Anbetracht der dramatischen Erfahrung der Wüste, die Vergewaltigung und der nachfolgende Schock. Nun, ich würde sagen, dass noch Hoffnung besteht. Ich bin ernsthaft darüber besorgt, dass sie Joe vielleicht zurückstoßen könnte. In solchen Fällen ist es eher der Mann, der ablehnend reagiert. Für das Opfer ist es gewöhnlich eine dramatische Änderung der Selbsteinschätzung. Je brutaler die Vergewaltigung, desto wahrscheinlicher behält das Opfer Narben. Und Kelly fühlt sich meiner Meinung nach verletzt, verstört oder unrein. Oh nein. Wie wird es weitergehen? Jeder kann anders reagieren. Es entsteht eine Periode des Zurückziehens, die Furcht vor öffentlichen Räumen und fremden Männern. Auch Albträume gehören zu den Begleiterscheinungen. Zeit und ein guter Therapeut helfen normalerweise darüber weg. Dann könntest du ihr helfen? Das wäre schon möglich, ja. Marcello, würdest du Kelly helfen, mir zuliebe? Sophia, ist das dein Ernst? Meinst du das wirklich? Marcello, du bist einer der berühmtesten Therapeuten in Europa. Wenn du das tust, dann hast du diesen Ruf auch in den Vereinigten Staaten. Ja, wenn ich darauf Wert legen würde. Marcello, sie hat deine Hilfe nötig. Du musst nur eins tun. Geh zu Cici, sag, wer du bist und biete deine Dienste an. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Marcello, Liebling, wir reden hier über meine Tochter. Tut mir leid, Sophia. Unter keinen Umständen gehe ich zu Cici Capwell und schlage so etwas vor. Kommt gar nicht in Frage. Ist ja schon gut. Aber würdest du mir bitte den Grund erklären? Es gehört sich nicht. Man würde später annehmen, falls deine Identität bekannt wird, dass wir versucht haben, die Capwells zu manipulieren und zu übervorteilen. Alles, was ich will, ist ihr helfen. Also, CC findet schon seine eigenen Ärzte. Ich bin nicht der einzige kompetente Psychiater in der westlichen Hemisphäre. Aber ich möchte für Sie nur den Besten. Sophia, Marcello, bitte. Bevor du eine endgültige Entscheidung triffst, denk darüber nach. Tust du das?
Ja, ja, natürlich, natürlich. Dir zuliebe werde ich es in Erwägung ziehen. Sophia, ich bin gleich mit dem Dekan der psychologischen Fakultät verabredet. Weißt du, das ist schon seit Wochen geplant. Du kommst allein zurecht? In Ordnung. Ja, ich warte noch ein paar Minuten, aber ich glaube nicht, dass mein anonymer Freund noch kommen wird. Anonym, ja. Freund, da bin ich nicht so sicher. Bitte, pass auf dich auf. Das werde ich. Liebling, wir sehen uns. Alles, was du tun musst, ist sie loswerden, Augusta. Es gab schon schlimmere Herausforderungen. Viel schlimmere. Ja, das schmeckt sehr gut. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Contessa! Welch Überraschung, dass wir uns hier sehen. Ich war eigentlich verabredet. Aber ich bin versetzt worden. Danke. Ah, dann haben Sie ja etwas Zeit. Nein, um ehrlich zu sein, habe ich es aufgegeben. Ich wollte gerade ins Motel. Oh, es wird nicht lange dauern. Wollen wir? Also ich denke, ich sollte mich erst mal entschuldigen. Wirklich, haben Sie denn einen Grund dazu? Ah, ich dachte an mein Verhalten von neulich, als Sie meinen Mann beschuldigt haben. Ach, das war sehr kindisch von mir. Sehr kindisch. Ich hoffe, Sie vergeben mir. Um ehrlich zu sein, ich hatte es schon vergessen. Ich rede von Leine. Es geht nicht wirklich um Leine, sondern eigentlich um eine Eifersucht. Also doch, Leine. Er hat eine Schwäche für hübsche Frauen. Und ich muss sagen, Sie sind eine wirklich wunderhübsche Frau. Haben Sie vielen Dank. Und was Ihren Mann angeht, sein Charme ist offensichtlich. Aber ich bin wirklich nicht interessiert. Ja, aber sehen Sie, ich habe erwartet, dass Sie den Jet-Set-Typ bevorzugen. Es muss sehr einsam sein, so allein herumzureisen. Wissen Sie, ich kann ja schon diese eintönigen Hotelzimmer nicht leiden. All diese Warnungen über verschlossene Türen, Einbrüche und sowas. Das vermittelt nicht gerade ein Gefühl von Sicherheit, nicht wahr? Ich bevorzuge es, in Gesellschaft zu reisen. Oh, wie nett. Also, haben Sie einen Begleiter? Ja, ich bin sehr viel mit meinem Stiefsohn unterwegs. Vielleicht haben Sie von ihm gehört. Sein Name ist Dr. Marcello Amanti. Er ist ein sehr bekannter Psychiater in Europa. Ein Psychiater, sagen Sie? Nun kann er sich's dann erlauben, seine Patienten sich selbst zu überlassen. Seine Praxis ist sehr spezialisiert. Wirklich? Oh, ich würde ihn gerne mal treffen. Vielleicht kann ich das arrangieren. Wie wär's mit einer kleinen, winzigen Dinnerparty in unserem Haus? Ich lade ein paar unserer sehr prominenten Freunde ein und frage Lionel. Ich weiß, er liebt gute Partys und ich bin sicher, er würde sie gern wiedersehen. Also, Ihr Freund scheint nicht zu kommen. Mein Freund? Ihre Verabredung? Ja, ganz recht. Aber so hatten wir wenigstens die Gelegenheit zu reden und das fand ich sehr erfreulich. Das war es, nicht wahr? Also, ich muss zugeben, als ich Sie gesehen habe, wurde ich sehr eifersüchtig. Aber jetzt kann ich mir sogar vorstellen, dass wir Freunde wären. Das wäre schön. Eins noch. Es ist klar, dass Lionel tabu ist. Ich weiß nicht, wozu ich in der Lage wäre, wenn jemand versucht, ihn mir wegzunehmen. Da haben Sie nichts zu befürchten. Dann sind wir uns einig. Nicht wahr, Contessa? Ja, Cruz. Er ist gerade raus. Vielleicht erwische ich ihn noch. Warte. Mason! Ja? Komm mal! Es ist Cruz! Was will er denn? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, es sei wichtig. Vielleicht geht's um Joe und Kelly. Ja, Cruz, was ist denn? Welche Kanone? Seine Fingerabdrücke? Du weißt, was das bedeutet, oder? Also ist Peter am Leben und bewaffnet. Nein, was ist mit Joe und Kelly? Hat man sie schon gefunden? Und wieso nicht, verdammt? In Ordnung, ich bin auf dem Weg. Ich hab dir doch von diesem Einbruch erzählt. Eine automatische Pistole wurde gestohlen. Und war es Peter? Die Fingerabdrücke auf den Schachteln ergaben eine perfekte Übereinstimmung. Er ist da draußen mit einer Waffe. Ja, und einmal darfst du raten, was er vorhat. Wo sie auch sind. Besser, du fängst gleich an, für sie zu beten. Ich muss jetzt los. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass es hier draußen noch so kalt ist? Der Wind bläst auch eiskalt.
Wir sind alleine, das ist das Wichtigste. Wie du der Tüte nachgerannt bist, das war vielleicht lustig. Hey, ich bin kein Schmutzfink, das solltest du dir merken. Ich dachte, du würdest dir in den Brunnen nachlaufen. Ja? Dann wärst du jetzt nicht nur kalt. Die meisten Frauen wären sehr beeindruckt gewesen von diesem Akt der völligen Selbstlosigkeit. Ja, ich jedenfalls habe sowas Komisches noch nie gesehen. Und ich danke dir dafür. Ich schätze, das war das letzte Picknick bis zum Sommer. Nein, das glaube ich nicht. So leicht gibst du doch sonst nicht auf. Joe, es friert schon hier draußen. Dann verlegen wir es nach drin. In den Wagen? Ja, da ist es warm, komfortabel und gemütlich. Wirklich sehr gemütlich. Geht's dir gut? Ich weiß nicht. Soll ich dich nicht anfassen? Nein, das ist es nicht. Ich brauche noch Zeit, das ist alles. Sicher, das verstehe ich. Joe? Er hatte es zu leicht durch einen Selbstmord. Er hätte mehr leiden müssen. Man hätte ihm zeigen müssen, was er getan hat. Es ihm vor Augen führen. Er hätte dafür bezahlen müssen. Joe, du kannst nicht so darüber denken. Was er dir angetan hat. Ich werde gesund. Es braucht Zeit, weißt du? Hab Geduld mit mir. Geduld? Ach ja. Er ist doch tot. Er spielt keine Rolle. Wir müssen uns keine Gedanken über ihn machen. Das hier sollte doch eine Feier werden, oder nicht? Ja. Ich habe eine Idee. Wieso nehmen wir nicht alles mit nach Hause und veranstalten das Picknick da? In Ordnung? Gute Idee. In Ordnung. Dann los. So. Komm rein. Joe, ich liebe dich, weißt du das? Ich liebe dich noch viel mehr. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Mein Ein und Alles. Bang, bang. Du bist tot. Kelly, bist du das? Du vergisst ständig deinen Schlüssel. Aufmachen, Polizei! Mrs. Perkins, sind Sie da drin? Hören Sie, es tut uns leid, Ma'am, aber wir haben Befehl, Sie zum Capitol House zurückzubringen. Cruz Castillo hat uns geschickt. Mrs. Perkins? Mrs. Perkins, sind Sie da drin? Also, Frank, offensichtlich ist niemand da. Ich könnte schwören, ich habe was gehört. Und wieso kommt sie da nicht zur Tür? Vielleicht kann sie nicht. Okay, dann mach schon auf, wenn du es für nötig hältst. Ich frag mal die Zentrale. 1 Baker 7, Zentrale bitte. Wir brauchen weitere Anweisungen, damit wir vorgehen können. Die Perkins scheinen nicht zu Hause zu sein. Sollen wir mit Gewalt eindringen? Verrückte. Niemand trennt mich von Kelly. Ich kann dir sagen, was die Antwort. 1 Baker 7. Die Anweisung lautet, die Wohnung nicht, ich wiederhole, nicht betreten. Stattdessen beziehen Sie Stellung vor dem Gebäude und lassen es bis auf Weiteres nicht aus den Augen. 1 Baker 7. Roger. Wie ich gesagt habe. Okay, du warst wieder genial. Gehen wir. Es ist mir egal, was er gesagt hat. Ich will nicht, dass irgendjemand im Hotel mit der Presse spricht, ohne dass ich darüber Bescheid weiß. Verstanden? Sissi! Augusta? Ich hoffe, dass Sie es nicht eilig haben. Ich will Ihnen jemand vorstellen. Es wird nicht lange dauern. Ich habe eine Besprechung mit dem Hotelbuch. Oh, bitte. Es wird sehr faszinierend und wirklich viel interessanter als so ein langweiliger alter Buchhalter. In Ordnung, Augusta. Nur ein paar Minuten. Und beinahe hätte ich es vergessen.
Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer bevorstehenden Hochzeit. Ich hörte, Sie ist eine sehr charmante Lady. Das ist sie. Na ja, Sie überraschen uns alle, Sissi. Augusta, wenn Sie vielleicht zur Hochzeit eingeladen werden wollen, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Wir planen eine kleine private Feier, nur die Familie und enge Freunde. Ah, also ich glaube, dazu gehören nicht die Lockridges. Ja, das fürchte ich auch. Sie sind nicht gerade ein Freund von Höflichkeit, nicht wahr? Ich sehe keinen Sinn darin, Ihnen etwas vorzumachen. Ich nehme an, Sie sind sehr verärgert darüber, dass Lionel freigelassen wurde. Ich würde nicht sagen verärgert. Oh, Sie können die Wahrheit nicht verbergen. Sie haben gedacht, er hätte Ihren Sohn getötet. Und dass es ein Lockridge war, kam Ihnen sehr entgegen. Ich kann verstehen, wie geschockt Sie waren, als Sie erfuhren, dass es Peter war. Ein Mann, man könnte sagen, aus der eigenen Familie. Augusta, kommen Sie zum Ende. Ich habe noch zu arbeiten. Denken Sie nicht. Es wäre Zeit für eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung? Ich wüsste nicht, wofür. Mein Mann war ihretwegen 2 Monate im Gefängnis. Ich denke, das sollte Grund genug für Sie sein. Das war doch nicht meine Schuld. Nein, es war nur Rache. Augusta, ich schulde Ihrem Mann gar nichts. Naja, es ist wahr. Diesmal ist er unschuldig gewesen. Aber er schuldet mir noch eine Erklärung für das Verschwinden von Sophia. Sophia? Ja, Sophia, meine Frau. Die Frau, mit der Ihr Mann wahrscheinlich eine Affäre hatte. Bleiben Sie ruhig. Sie wollen doch nicht, dass es alle hier erfahren. Was macht das schon aus? Die ganze Stadt weiß darüber Bescheid. Wenn ich Lionel verzeihe, sollten Sie das auch können. Ich gebe nicht zu, dass die beiden überhaupt eine Affäre gehabt haben. In der Tat. Ich kann nicht glauben, dass Sophia zu so etwas fähig gewesen wäre. Wirklich? Und wieso sind Sie dann so wütend? Nur aufgrund der Tatsache, dass Lionel verantwortlich für Ihren Tod ist. Ihren Tod? Also, ich will doch sehr hoffen, Sie haben Beweise für diese Anschuldigung. Naja, sagen wir so. Ich bin ganz nah dran. Oh, Sissi, verehrtester. Sie wissen gar nicht, wie nah Sie dran sind.